Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und unsere Hochschule für Musik ist angesichts der vielen baulichen Veränderungen fast nicht wiederzuerkennen. Campus One, Schloss Gottesaue, eröffnet unserer Hochschule bislang ungeahnte Chancen der Zusammenarbeit. Zum ersten Mal sind alle Studierenden, Dozentinnen, Dozenten und Verwaltungsleute an einem Ort tätig. Ein Meilenstein in der Geschichte der Hochschule. Das großartige neue Fanny-Solter-Haus und der beeindruckende Multimedia-Komplex vereinen sich in schönster Weise mit dem Schlossgebäude, dem Marstall mit seiner Opernausbildung und dem Rektorat. Ich sage zu Recht, dass wir hier nun einen Campus unser eigen nennen können, der zu den schönsten Europas gehört. Aus der Fülle an Ereignissen, die uns in den vergangenen Jahren auf Trab gehalten haben, kann ich hier nur einige wenige erwähnen. Dazu zählt der Mammutakt der erfolgreichen Akkreditierung all unserer Bachelor- und Masterstudiengänge. Dazu zählt die Ausrichtung der Hochschulgalas mit Stargästen wie Anne-Sophie Mutter oder René Fleming. Nicht vergessen möchte ich die eindrucksvollen Karlsruher Reden von Heiner Geißler über Peter Hertling bis hin zu Nike Wagner und Stefan Essel. Wir haben das Promotionsrecht im Bereich Musikpädagogik zugesprochen bekommen. Es sind zahlreiche neue Professorinnen und Professoren an die Hochschule gekommen und wir haben zukunftsorientierte neue Studiengänge eingerichtet. Und all das, was ich gerade benannt habe, ist in guter, sich ergänzender Zusammenarbeit vieler umgesetzt und verwirklicht worden. So möchte ich sehr herzlich Dank sagen an die Prorektoren Andrea Rabe, Dr. Johannes Walter und Michael Ude. Auch danke ich allen, die sich für unsere Hochschule in der Verwaltung, im Hausdienst, im technischen Dienst tagtäglich einsetzen. Kanzler Scherer danke ich für sein Geschick, seine Kreativität, sein umfassendes Wissen und seine Cleverness. Und in Michaela Dickgießer hat unser Haus eine Hochschulratsvorsitzende, die sich hoch engagiert und ganz persönlich für unsere Hochschule verwendet. Wofür steht unsere Hochschule heute? Nun, wir genießen großes internationales und nationales Renommee. Wir sind ein gesuchter Ausbildungsort. Allein zu diesem Wintersemester hatten wir wieder 1300 Bewerbungen. Gerade einmal 100 Studierende konnten wir nur aufnehmen. Bei unserer Auswahl spielen höchste Qualitätsaspekte die tragende Rolle, unabhängig davon, aus welchen Ländern die Bewerber kommen. Nur die Besten können bei uns bestehen. Das ist gut so und das werden wir auch künftig so halten. Innovation an unserer Hochschule gründet ganz in der Tradition. Das heißt, der Kern unserer Lehre ist die Ausbildung in den instrumentalen und vokalen Fächern. Darüber hinaus kennzeichnet unser Profil die Ausbildung von Musik- und Kulturjournalisten, die Schwerpunkte Oper, zeitgenössische Musik wie auch die Musikinformatik. Das Arbeitsklima an unserem Hause ist gut. Teamgeist und offene Gespräche kennzeichnen die Atmosphäre. Darauf können wir stolz sein. Hochschule für Musik Karlsruhe. Das bezeichnet einen Ort, ein Haus. Hochschule für Musik Karlsruhe. Das benennt vor allem aber uns alle ganz persönlich, die Studierenden, die Dozentenschaft, die vielen hilfreichen Geister. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir die gemeinsame Verantwortung spüren und alle zusammen unsere Hochschule gestalten und mit Leben füllen. Im kommenden April werden wir in einem großen Festakt den Multimedia-Komplex und damit unseren einen Campus feierlich eröffnen. Die Hochschule für Musik Karlsruhe blickt also trotz allgemein schwieriger Zeiten in eine glänzende Zukunft. Das freut mich, dafür bin ich dankbar und dafür lohnt sich all unser Einsatz. So freue ich mich über die Wiederwahl als Rektor für eine zweite Amtszeit. Ich stehe gerne weiterhin im Dienste unseres Hauses.
Nun wünsche ich Ihnen frohe Festtage und ein glückliches, gesundes, erfolgreiches neues Jahr.